Ihr herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder aus der Perspektive auf der Couch, weil es ein Unboxing ist und ich finde es, wie beim letzten Video schon erklärt, recht schwer auf dem kleinen Schreibtisch das zu machen. Deswegen hier, aber stört euch nicht dran, ist ja eigentlich auch ein angenehmer Hintergrund, hoffe ich. Und ja, ich habe ein Trash-Tab-Paket mit der lieben Franzi gemacht. Ihr Video ist auch schon online, ich verlinke es mal. Ich habe es auch schon aufgeschnitten, damit ich jetzt nicht hier groß rumwuseln muss mit der Schere, und schon mal den Brief rausgeholt. Und da steht jetzt bitte öffnen. Da steht jetzt wahrscheinlich drauf, wieso sie welche Sachen nicht mehr mag. Liebe Nina, ich hoffe, du kannst mit den Sachen mehr anfangen wie ich. Viel Spaß beim Testen der Sachen. Ja, bin ich gespannt. Ich hoffe auch, dass du mit meinen Sachen mehr anfangen kannst als ich. Und ich hätte gesagt, ich mache jetzt auf. Da sieht man schon mal das Paket. Oh je, da fliegt die Hälfte raus. Ich halte es mal. So. Oh, man sieht schon viel. Ich ziehe jetzt einfach raus. Und das wird eine Probe sein. Eine Gratis-Probe, oder? Ja, Love Your Skin Foundation. Oh, Hello Beautiful. Die kenne ich gar nicht. Wo auch immer die her ist. Da freue ich mich drüber. Ich bin so ein Pröbchen-Fan. Ich habe ja mein Pröbchen-Projekt auch. So. Dann, das kenne ich. Das kommt mir entgegen aus der Glossy Box. Das habe ich auch aus der Glossy Box. Das ist ein Trockenshampoo von Wella. Hast du das schon ausprobiert? Warte, ich schaue jetzt mal auf den Brief. Wo steht das? Wella Trockenshampoo. Hab noch eine große Flasche da. Trockenshampoo, dann brauche ich es so selten. Ja, Trockenshampoo brauche ich eigentlich auch selten, nur wenn ich nach 2 Tagen, 3 Tagen zu faul zum Waschen war. Aber dafür rettet es mich dann immer und deswegen habe ich immer gern Trockenshampoo da und darauf freue ich mich, weil das klang echt gut. Ich habe zwar noch nicht probiert, weil ich habe noch eine große Flasche gerade im Angebrauch, aber benutzen werde ich es auf jeden Fall. Ich stelle es mal mit dazu, oder? Gut. Dann noch was Großes, auch für die Haare. Das kenne ich, oder? Gatubi Strand Nixe. Welliger Style. Exturierendes Salzspray. Was ist ein Exturierend? Für Strandwellen. Texturieren, Fülle, verwuscheln. Okay. Das muss ich mir wahrscheinlich in Ruhe durchlesen. Anwendung gleichmäßig auf trockene Wasch. Verwuschelt dein Haar wie gewünscht mit dem Föhn oder durch leichte Brise. Ach, das soll dann aussehen wie so, wie wenn man am Strand ist, diese Wellen mit Salz. Ich mag aber kein Salz im Haar eigentlich. Ich finde es immer so schwer, wieder rauszukriegen. Ich werde es mal ausprobieren, vor allem im Sommer, aber magst du das nicht? Mach bei meinen dicken Haaren nichts, vielleicht für dich was. In Klammern Festivals. Oh, du bist süß. Ich gehe immer auf Festivals und das könnte gut. Stimmt, das könnte er gut halten. So ein Lockending ohne Locken. Den Lockenstab kannst du ja schlecht mit schleppen aufs Festival. Das ist eine gute Idee. Also im Sommer werde ich es definitiv mal ausprobieren, jetzt im Winter wahrscheinlich noch nicht. Dann geht's weiter. Wie cool, ich habe dir auch Reinigungstücher geschickt. Aber auch von Isana, aber die mit dem Kaktus drauf. Aber das hier sind die normalen. Sind die schon geöffnet? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Und die mag ich mehr von der Textur, weil diese, was ich dir geschickt habe, die waren so komisch. Die haben auch fast nichts runtergebracht. Die waren so hart. Jetzt muss ich wieder meinen Zettel nachlesen. Sana-Reinigungstücher, habt so viele. Ja, wolltest du jetzt welche loswerden und hast wieder welche. Entschuldigung. Die lege ich mal damit hin. Ich freue mich über die, weil dann habe ich jetzt gegen meine anderen welche bekommen, so praktisch. Okay. Ich sehe es nicht. Oh, von Yves Rocher. Ach so rum, Kötti. Eine Vanille Bourbon Handcreme.
Ist ja perfekt für den Winter. Warum magst du das nicht? Ich mag Yves Rocher eigentlich voll. Vor allem so eine kleine Handcreme passt gut in die Handtasche. Ich sollte es offen lassen. Warum mache ich das immer wieder zu? Yves Rocher Handcreme ist mir viel zu intensiv vom Duft her. Also ist die schon offen, okay. Heißt, ich muss die wahrscheinlich aufbrauchen, weil Yves Rocher ist ja Naturkosmetik. Oh, gut. Die riecht ja mega. Die riecht ja wie Vanillepudding. Auf die freue ich mich jetzt im Winter. Oh, da, also die finde ich klasse. Danke. Oh, ist ja süß. Charma Beautyöl, tägliches Pflegeöl. Das reflektiert jetzt ein bisschen. So viel hast du benutzt, okay. Das ist ein Charma Haaröl. Finde ich nicht so gut wie das von Balea. Okay. Ich mag ja eigentlich die Balea Haarsachen nicht so. Bin ich gespannt. Öl habe ich noch mein dieses Garnier Fructis Wunderöl. Das wird ja irgendwie nie leer, aber habe ich auch schon ewig nicht benutzt. Und das ist für die Reise ganz cool. Ich sollte mal wieder mehr Haaröl benutzen. Also darauf freue ich mich doch. Riecht bestimmt auch gut. Dann ist da was Großes. Oh cool. Von Palmolive das Mineral Massage Duschgel. Das hatte ich mal nur in klein, glaube ich. Und ich mag ja diese Reihe, das Rosane liebe ich ja. Das riecht eher so frisch, aquatisch, aber werde ich auf jeden Fall benutzen. Hast du, glaube ich, nur einmal benutzt, oder? Hat auch so kleine Körnchen drin, das ist so ein Peeling-Effekt. Also, finde ich echt cool, freue ich mich drüber. Ah, leider beide nicht meine Düfte. Ach so, da kommt noch ein Duschgel, okay. Das ist, ja. Das sind halt eher die frischen Düfte wahrscheinlich, ne? Die du dann nicht so magst. Oh Gott, wo stelle ich denn das jetzt noch hin? So. Nein. Jetzt wird es langsam schwer. Dann suche ich mal das zweite Duschgel. Wird das andere große da drin sein? Jetzt ist es umgefallen. Ah ja, von Balea Schönheitsgeheimnisse pflegendes Duschgel Totes Meersalz. Das ist von den neuen, oder? Das ist auch so ein frisches. Ja gut, das hast du noch 2-3 Mal benutzt. Das kriege ich gut leer. Das ist auf jeden Fall kein Problem. Ist anscheinend auch nicht so dein Duft. Wahrscheinlich zu frisch, oder? Ich werde mal dran schnuppern, wie das riecht. Wenn es ja eh schon offen ist. Ja, riecht so ein bisschen nach Klostein. Werde ich unter der Dusche ausprobieren müssen, wie das riecht. Wie riecht das andere? Ich kann jetzt nicht warten, ich muss jetzt riechen. Hast du auf jeden Fall gut zugeklebt, Franzi. Ah, das riecht besser. Das riecht so nach... Duschen nach dem Hallenbad, so finde ich. So ein bisschen chlormäßig, aber auch voll, voll angenehm. Also das gefällt mir gut, das von Palmolive. Da muss ich, wie gesagt, schauen, wie es unter der Dusche ist von Balea. So, was haben wir jetzt noch? Jetzt muss ich mal kramen. Oh, von Balea, der Lovely Pflegestift. Das ist der mit Waldmeister, oder? Ich glaube schon, weil den habe ich mir auch unbedingt kaufen müssen, weil ich liebe Waldmeister. Also das ist perfekt. Franzi, perfekt. Ich liebe Waldmeister. Dann habe ich noch ein Backup, wenn der raus ist. Weiß auch leider nicht, ob der limitiert war oder nicht. Nie benutzt, nicht mein Duft. Okay. Ja, müsste der mit Waldmeister. Ja, ist der mit Waldmeister. Riecht auch so ein bisschen nach Hugo, finde ich. So. Oh Gott, da sind noch so viele kleine Sachen. Was sind da noch drin? Ich nehme jetzt mal alles Kleine raus. Das ist ein Stück Seife. Aus dem Hotel, oder? Steht da was drüber? Trockenschaum. Nee, das sind jetzt wahrscheinlich alles Goodies, oder? Pflanzenseife mit Aloe Vera. Cool. Okay. Ich benutze eigentlich so feste Seife nicht, aber warum nicht? Kann man mal ja anfangen.
Das sind jetzt alles Goodies, Franzi. Du spinnst doch. Ja, die zwei aus der Glossybox, ne? Finde ich cool, die benutze ich. Die benutze ich gern, wenn es mal schnell gehen muss. Ich glaube, du hast sogar die gleichen Farben wie ich. Muss ich mal schauen. Also ich mag ja Foundation, das weißt du. Also ich benutze Foundation, ich schmink mich. Und dann habe ich jetzt hier noch so ein cooles Säckchen. Das mache ich jetzt mal auf und schaue da rein. Oh Mann, du spinnst doch. Ja, cool. Du spinnst. Das ist ein Eimer in Lidschatten von Catrice in so einem Grau. Ich mache ihn mal auf, weil das spiegelt so. Lumière steht da drauf, glaube ich. So ein Grau ist das. Kann ich mal swatchen. Weil ich will eigentlich gar nicht reindatschen. Ja, so ein schönes dunkles Grau. Ja, cool. Darüber freue ich mich. Wieso schenkst du mir sowas einfach dazu? Ist doch voll teuer. Und zwei Parfümproben. Ich liebe Parfümproben. Weißt du, woher weißt du das? Von Chloe, das Love Story. Oh, da bin ich gespannt, wie das ist. Sieht so aus. Chloe, Love Story. Und dann noch von Black Opium, das... von Yves Saint Laurent, das Black Opium. Und das, oh mein Gott, das ist so cool, weil ich habe den Tube dazu von Larif und ich wusste nie, wie es original riecht. Jetzt kann ich es riechen. Es riecht ein bisschen anders, ich habe gerade ein bisschen gesprüht, als mein Tube. Aber es riecht auf jeden Fall genial. Vielen Dank, ich liebe Parfümproben. So, das waren alle Produkte von der Franzi. Ich bedanke mich. Ich kann mit eigentlich allem was anfangen. Manches muss ich halt testen, wie dieses Salisbury. Aber bin echt gespannt drauf. Und freue mich, dass ich mit dir das Trash-Tauschpaket machen durfte. Und mache bestimmt bald wieder eins mit dir. Vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bye.